Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4. Diesmal, man kann es schon wieder sehen, mit der FRS langen Selbold-Modifikation. So, ich habe eben schon mal versucht, was aufzunehmen, da dachte ich Emergency, aber nö, ich stürze jetzt einfach ab. Das ist mir auch scheißegal, was du davon hast. Ja. Oh, Umweltzentrum, kennt man ja schon. Ja, wunderbar. Wir haben anscheinend Feuer am Umweltzentrum. Beziehungsweise eine unbekannte Rauchentwicklung am Umweltzentrum. Ne, was ein Feuer sein kann. Aber was auch kein Feuer sein kann. Ne, kann auch sein, dass sie da irgendwelche Arbeiten durchführen, wobei halt eine Rauchentwicklung entsteht, aber es ist kein Feuer. Aber da muss es schon echt eine starke Rauchentwicklung sein, wenn jemand das als Feuer deutet. Ja. Wir hatten das letztens bei uns mal, dass eine ganze Straße stand in Qualm. Ich bin dran vorbeigefahren und dachte mir so, Alter. Da geht doch bestimmt gleich der Pieper. Nö, nichts passiert. Kein Pieper, gar nichts. Ich weiß nicht, wie diese Rauchentwicklung entstanden ist. Keine Ahnung. Was gibt's? Bin unterwegs. Höre, bin unterwegs. Fahrzeug 3, hört. So, das Auto ist auch besetzt. Wir rücken natürlich mit dem Löschzug aus. Weil man ja nie weiß, was da los ist. Entweder es brennt gar nichts, oder es brennt ein bisschen was, oder es brennt die ganze Halle. Auf dem Weg. Fahrzeug 3, hört. Na, das ist so das, was alles passieren kann. Von bis, von gar nichts bis es brennt die ganze Halle. Ja, auf dem Weg. Fahrzeug 3, hört. Na, auch wenn man die Einsätze an sich kennt, trotzdem, die Größe des Feuers kannst du nie einschätzen. Das ist ja bei Wegberg auch so. Man kennt die Einsätze so an sich, ne? Aber du weißt nie, ob es wirklich da brennt. Was gibt's? Und du weißt auch nie, wie groß es da schon brennt. Fahrzeug 3 hört. Gut, ausrücke. Und die DL. Die DL rückt auch mit aus. Fahrzeug 7 hört. Bin unterwegs. Höre. Gut, und ihr beide besetzt dann, oder ihr drei, höre. Besetzt dann das LF. Fahrzeug 5 hört. Ja, auf dem Weg. So, noch irgendjemand? Nö. Gut. Fahrzeug 4 hört. Jo, gut, dann haben wir das auch. Genau hier ist das Spiel letztens abgeschmiert. Ne? Ich gehe auf Map, klicke nur einmal kurz aus Versehen auf die Maus. Spiel sagt sich, ich stürze jetzt komplett ab. Okay, warum nicht? So, hier ist das Umweltzentrum. Bis jetzt ist keine Rauchentwicklung zu erkennen. Nein. Lage auf Sicht, keine Rauchentwicklung erkennbar. Wird gemacht. Ja. Genau, er kann das Tor aufmachen. Bin unterwegs. Fahrzeug 1 hört. Ewi fährt rein. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Ja, im Moment ist ruhig. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Schon unterwegs. Wird umgehend Fahrzeug 1 hört.
Aussteigen. Sofort. Ja. Genau, ihr beide geht rein schon zur Erkundung. Aber schön, dass die BMA nicht auslöst. Auf dem Weg. So, von zwei Seiten werde ich angreifen. Einmal von da und von da. Was gibt's? 35 Brandherde. Gut. Zurückziehen, bevor er noch irgendwas in die Luft fliegt. Bin unterwegs, bin unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Ab ins ELW mit euch. So. DLK ist auch da. Bin unterwegs. Schon unterwegs. So. Höre. Ich treffe immer den Maschinisten. Nee. Ihr beide holt euch Schläuche. Du holst dir einen Verteiler, genau. Obwohl, du kannst ja auch einen Schlauch holen. Da ist gerade was in die Luft geflogen. Ich glaube, ich halte da jetzt erstmal Abstand zu. Dann jagt sich der ganze Kram in die Luft und dann ist gut. Oh, es brennt sogar alles. Heftig. Wie gesagt, ich halte jetzt erstmal Abstand zu. Das ist mir zu gefährlich, wenn hier alles in die Luft fliegt. Was gibt's? Bin unterwegs. Bin unterwegs. Was gibt's? 2, 3. Da, genau. Kein Problem. Bin unterwegs. Zack. So, jetzt wird gleich wieder die tolle Meldung aufploppen. Genau. Und zwar wurde ich ja auch gefragt, wie ich das denn mache, wie ich denn die Meldung ignorieren kann. Und zwar habe ich neben F12 so eine Taste, da ist so ein Bildschirm abgebildet, so ein Desktop. Da gehe ich drauf, dann öffnet er den Dateibrowser. Ne? Und dann kann ich den verschieben und sehe dahinter diese Meldung. Und dann kann ich auch ignorieren gehen. Und wenn ich es ignoriere, dann gehe ich erstmal, dann schließt sich das Spiel. Und kann ich den Dateibrowser wieder schließen und kann wieder in den Emergency reingehen. Ich weiß nicht, ob es überall funktioniert, aber bei mir funktioniert es auf jeden Fall. So, das LF fährt bitte hinten an. Über die andere Seite. Weitere Einsatzkräfte werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Also das ist ein relativ kleines Feuer. Leute, auch gut. Und einer ist natürlich Maschinist davon. Dann mach du mal einen Verteiler, dann hole ich gleich welche von da rüber. Kann er kurz am Feuer vorbeilaufen. Gut, dann kannst du einen Schlauch holen. Dann habe ich noch zwei andere Leute hier drüben. Die können auch einen Schlauch holen. Oh Mann. Du sollst nur einen Schlauch holen. Du sollst keinen Marathon laufen. Bin unterwegs.
Ja, stopp. Gut, dann haben wir hier einmal Brandbekämpfung aufgenommen und ich würde mal sagen, wir haben das Feuer auch ganz gut unter Kontrolle. Wenn ich jetzt eine Wasserversorgung aufbauen müsste, was ich ja nicht muss, da die Modifikation nicht fertig ist, wäre es ungleich schwieriger. Weil der einzige Hydrant ist anscheinend hier vorne. Das heißt, ich muss hier eine Schlauchleitung hinlegen. Eine einzige Schlauchleitung habe ich nur. Und dann muss ich da das Auto hinstellen und eine weitere Schlauchleitung in die Halle legen. Da wäre ich wahrscheinlich irgendwie ungefähr, warte, irgendwie ungefähr hier. Und dann müsste ich noch Schlauchleitung haben, um ans Feuer ranzukommen. Und das habe ich nicht. Oder ist hier noch irgendwo anders ein Hydrant? Ne, anscheinend nicht. Also das ist der einzige Hydrant hier vorne. Und damit kommst du nicht ans Feuer ran. Ja, Leute, ein bisschen Brandbekämpfung wäre eine interessante Idee. Okay, die kriegen das Feuer auf der Seite anscheinend nicht hier unter Kontrolle. Also es brennt immer weiter. Feuer, Feuer, Feuer. Aber das Feuer einzukesseln ist immer eine wunderbare Idee. Das habe ich hier ja auch gemacht. Schön das Feuer einkesseln. Bisschen darauf achten, dass das Feuer nicht irgendwo dich vorbeischlängelt. Nicht, dass man nur von einer Seite löscht und das Feuer kann sich dann zur anderen Seite ausbreiten. Also man treibt es theoretisch dann vor sich her. Was man nicht soll. Man soll immer von entweder gucken, wo kann sich das Feuer überhaupt hin ausbreiten. Und dann das Feuer in die Richtung drücken, in die es sich nicht weiter ausbreiten kann. Oder einfach komplett ums Feuer rum Wasser, also Leute mit Strahlrohren hinzustellen, dass sich das Feuer auch nicht weiter ausbreiten kann. Weil die kriegen das Feuer auf der Seite irgendwie nicht in der Kontrolle. Das flammt immer wieder weiter auf. Kann doch sein, dass ich noch mehr Einsatzkräfte brauche. Fahrzeug 1 hört. Die will ich dann aber über ein Dings, über einen Gruppenführer alarmieren. Genau, die alle habe ich, den Löschzug habe ich, dann will ich noch das HLF und das TLF hier haben. Beziehungsweise, ich kann doch bestimmt auch. Das ist jetzt nicht so realistisch, was ich mache, aber ich habe jetzt keinen Bock auf, darauf zu warten, dass sie das Feuer auskriegen. Hier hinten hin.
stelle noch das TLF hier hin. Dann müsste ich das Feuer auch gleich ausfahren. Da, Feuer! Es brennt! Da! Mach was! Du sollst was machen! Das sieht doch geil aus. Drehleiter, TLF. Auch wenn es nicht so realistisch ist, dass wir da durch die Wand ballern, aber. Ne? Es sieht doch an sich echt geil aus. So, du kommst hier mit rüber. Das Feuer flammt immer wieder auf. Ja, so wie es aussieht. Aber sie kriegen es jetzt deutlich besser unter Kontrolle. Das wird wirklich sein. Gut, Feuer ist aus. So, dann haben wir das Feuer jetzt aus. Ein bisschen was ist komplett abgebrannt, ja. Ich dachte eigentlich, dass der Kram hier komplett abbrennt, weil er die ganze Zeit in Flammen stand. Aber naja, gut, ist dann so. Gut, dann gehen wir mal, wechseln wir mal wieder die Karte. Ich hab ein... Na super. Da ist ein Ladedings. Achso, gut. Weil das heißt normalerweise, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn dieser Ladekreis da auftaucht. Dann kann es sein, dass dir das Spiel danach abstürzt. So, dann warten wir mal auf den nächsten Einlass. Das dürfte... Genau, das dürfte nicht lange dauern. Auch am Seegraben. Okay. Brennt Holzstapel. Ach du Scheiße. Oh oh. Hoffentlich ist das nicht an der Palettenfabrik oder am Palettenhändler oder was auch immer das ist. Am Seegraben 30 ist das Umweltzentrum, am Seegraben 28 weiß ich nicht. Könnte sein, leider, obwohl, müsste man, doch könnte sein, na super. Hoffentlich brennt ein Holzstapel auf einer Grünfläche oder so. So. Ich habe letztens mal mit ein paar Leuten Bieberfelde Multiplayer gespielt. Das war hammergeil. Auch wenn die, also die 2020, also auch wenn die Modifikation öfters mal abstürzt, es schockt schon. Wenn man das richtig aufgeteilt hat, dann ist es richtig geil. Gut, ich muss noch mal kurz was gucken. Ist alles in Ordnung. Oh Mann. Gut, dann wollen wir einmal den... Ach nee, ah, halt, stopp, das LF20 soll ausrücken. Das LF20 und das TLF sollen ausrücken. Nicht der EEW, nicht der Löschzug, sondern nur das LF20 und das TLF. Fahrzeug 3 hört. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Bin unterwegs. So, da sind jetzt 5, 6, 7, 7 Leute. 8, 9, also das Auto kriege ich auf jeden Fall voll. Und den kriege ich wahrscheinlich auch, ja.
Den kriege ich auch auf jeden Fall voll. Das ist schön. Schön, schön. Genau, den kriege ich sogar. Ich kann sogar noch das LFC mitschicken oder das HLF. Ich muss mal kurz was trinken. So, damit nicht jeder hört, wie ich trinke, habe ich das Mikro ausgemacht. Das muss ja nicht jeder hören. Gut, da, genau. Ja, wird umgehend durchgeführt. Das noch, dann kann das LFC oder das... Ja, ich nehme mal das HLF mit. Das HLF hat mehr Wasser an Bord. Auch wenn es theoretisch irrelevant ist. Ich nehme das HLF mit. Was gibt's? Auf dem Weg. Zack, 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 zack. Fahrzeug 7 hört. Nein, das Auto ist zu schnell. Das gibt's doch nicht. So. Map wird geladen. FRS Langen-Selbold. Ich habe schon wieder diesen Ladekreis. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Geht doch. So. Jetzt haben wir hier irgendwo. Oder soll das hier sein? Nee. Im Umweltzentrum soll das nicht sein. Dann gucke ich erstmal hier am Rosa. Hä? Da ist er. Brennt hier was? Nein, ein Glück. Oder? Doch, hier brennt was. Hier brennt was. Fahrzeug 1 hört. Hier brennt. Fahrzeug 1 hört. Wollen wir mal ganz entspannt wie ein Wegberg sein? Ganz entspannt. Erstmal hinter. Mal gucke, was ist da denn überhaupt los? Bin unterwegs. Gut, Brandcontainer bzw. Holz im Container. Ja. So, drei rüsten sich mit Schlauch aus, einer rüstet sich mit Verteiler aus. Haben wir hier einen Hydranten in der Nähe, den wir nutzen können? Da hätten wir einen. Na gut. So, erste Lage Feuer, brennen Paletten in einem Abrollcontainer, drei Rohre zur Brandbekämpfung vor. Feuer weitet sich aus. Hier hinten hin, dann kannst du von hier anfangen zu löschen. Dann machst du das Feuer so raus. Solange keiner dieser riesigen Stapel brennt, vor allem nicht der hier. Wenn dieser riesige Stapel anfängt zu brennen, dann muss ich echt schnell sein. Sonst brennt mir nämlich alles nieder. So. Ja, Feuer ist aus. Dann können wir wieder Karte wechseln und auf den nächsten Einsatz warten. Mal gucken, wie die Langselbold-Mod so ankommt, ob es wieder diese vielen Klicks haben wird oder nicht.
Ja, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr davon langsam gelangweilt seid, weil es einfach so viele Videos sind, weil ich ja mir auch immer dachte, dass ich eine ganze Woche nur Langsamball rausballer. Deswegen, ich werde wahrscheinlich wieder dieses Abwechslungsreiche machen. Was war das? Rodenbach, Niederrodenbach, vom Stichel. Nachbarschaftliche Löschhilfe, okay. 11:20. Ich sag mal, wir räumen im Löschzug aus. Das ist das Erste. Auch wenn hier steht 11:20 DLK, ich rück lieber mal im Löschzug aus. Ne? Nicht, dass es nachher heißt, jo. Du bist jetzt die einzige Feuerwehr vor Ort, obwohl eigentlich zwei weitere Feuerwehren alle mit waren. Ja, danke schön. Deswegen Löschzug und dann ist gut. Kommen ja genug Leute. Würde ich mal so behaupten. So, du kannst dann das Tor vom 11:20 aufmachen. Fahrzeug 2 hört. Ausrücken. Gut, ich kann auch mit der Drehleiter jetzt einfach drei Leute besetzen und den Rest setze ich auf 11:20. Das kann ich auch machen. Was ich jetzt, glaube ich, auch machen werde. Die Drehleiter ist jetzt schon voll besetzt, theoretisch. So, zack, ausrücken. Auch wenn dann das erste Auto ein Drehleiter sein wird, aber naja. Es sollen ja angeblich noch weitere Feuerwehren da sein und wir sind nur zur Unterstützung angerückt. Das Auto ist voll. Können wir doch mit dem ganzen Löschzug ausrücken. Das ist schön. Wahrscheinlich nicht mit dem vollbesetzten Löschzug, aber wir können mit dem Löschzug ausrücken. Dann ausrücken. Auf zum Einsatz. Ja, warum ich jetzt seit der Dings, seit LSPDFA keine Videos mehr gemacht habe, beziehungsweise ich habe ja, heute lade ich ja ein Video hoch von Hammerstadt, dann kommt wieder Langselbold, was ich jetzt ja gerade aufnehme, und der Grund lag einfach daran, dass wir Internetprobleme hatten, es funktionierte einfach nicht, ich konnte nichts hochladen, er hat es immer wieder abgebrochen, und deswegen, das ging nicht. Aber jetzt müsste es wieder funktionieren. Gut, dann können wir die Karte jetzt auch wechseln. Den Timer kann ich, glaube ich, mal stoppen. War noch 12 Sekunden, hat er mir angezeigt. Deswegen, da das hier sowieso länger geht, Fahrzeuge befinden sich auf Einsatzfahrt zum Anfahrt zum Einsatz. Gut, dann hätte ich gerne gewusst, wo denn hier ein Dachstuhlbrand ist. Ne? Um auch Menschen zu helfen.
Oh, das ist ein interessant. Oh shit, das ist ein Mehrfamilienhaus. Also ich gehe jetzt mal davon aus, da sind noch Leute drin. Deswegen müssen sie raus. Es gibt sogar andere Fahrzeug 2 Feuerwehren, hören. Fahrzeug 1 hören. die Fahrzeug hier im 1 Einsatz hören. sind. Ist das geil? Das ist mal ein geiler Einsatz. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Fahrzeug Das 2 ist mal ein hört. richtig geiler Einsatz, so. Schon unterwegs. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug 2 hört. Bin Wir müssen unterwegs. Platz für die Driller da lassen. Fahrzeug Das 3 ist so ein hört. bisschen Bin gerade unterwegs. das Fahrzeug Problem 4 hier. hört. Fahrzeug 2 hört. Gut. Warte. Ihr drei Schläuche. Du Verteiler. Das ist ja geil, dass ich da nicht alleine mitarbeite. Das ist auch ein seltener Einsatz. Der tritt eher sehr, 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 sehr selten Wird auf, gemacht. muss ich sagen. Auf dem Weg. Obwohl ich will die anderen beiden Ja, wird gemacht. eigentlich lieber erstmal zur Menschenrettung schicken. Bin unterwegs. Na, Höre. dann kann einer hier mit der Brandbekämpfung schon mal beginnen. Wird Und der gemacht. Angriffstrupp geht rein Bin zur unterwegs. Menschenrettung. Kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht reingehen. Na gut, dann. Gut, wenn ich nicht reingehen kann, dann kann ich nicht reingehen. Ich dachte eigentlich, dass ich noch Menschenrettung durchführen muss. Dem ist aber anscheinend ja nicht so. Genau, die DL will ich hier hinstellen. Deswegen habe ich ja auch hier den, was ist das denn, Fahrzeug 3 GBL, hört. GBL und das 11-8 hier Fahrzeug 4 hingestellt, hört. damit die DL, oh, Fahrzeug zwei 5 Rettungswagen, hört. das ist doll, so. Fahrzeug 3 hört unterwegs. Genau, fahrt mal hier durch. Fahrzeug 4 Auf dem hört. Weg. Das ist so ein bisschen Bereitstellung für Fahrzeug jegliche 5 hört. Rettungskräfte. Auf dem Weg. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 8 Du kannst hört. dich da Bin unterwegs. reinstellen. Das darf die Feuerwehr auch. Die darf sich jetzt einfach irgendwo mal hinstellen, weil ich die Drehleiter brauche. Na, die rückt ja als nächstes jetzt an. Dann war das doch ganz schlau gemacht. Genau, die Drehleiter rückt jetzt an. Zwei RDWs sind da. Ich will mal gucken, ich will die Driller da hier drin stehen haben. Na, will er nicht. Fahr mal ein Stück weiter vor und dann da rein. Wieso fährst du jetzt rückwärts? Ich krieg die Driller da nicht rein. Nein, du sollst hier lang. Hier! Gibt's doch nicht, ich krieg die Driller da nicht hin. Dann muss ich die Driller da hier hinstellen. Driller da passt da nicht rein. So, dann muss ich die Driller da eben hier hinstellen. Das ist dann leider nicht genau irgendwie. Achso, der Fahrzeug 12 KB-Dings da hört, ist Fahrzeug 11 hört, auch Fahrzeug da der 12 hört. KDOW des Kreisbrandmeisters. Genau, lösch mal das da oben. Ja, ist okay. Wenn du das löschen willst, geht der dann in die Richtung. Sitzt. Das Gebäude ist echt hoch für eine Drehleiter, da muss ich sagen. Ich finde es aber ein bisschen kacke, dass er hier in den Dachfirst reinfährt. Ja? Naja.
zu den Trailer, da ist das Gebäude groß, ey. Das ist echt doll. Ich glaube, ich nenne es einfach Löschhilfe, weil es einfach so, das ist so ein schön spezieller Einsatz. Weil ich hatte das ja noch nie, dass ich mit anderen Feuerwehren ausgerückt bin, ne? Könnte mal auf die Rückseite gehen, ihr geht näher ran. Um Feuer auszumachen. Alle Personen gerettet und Feuer gelöscht. Der Einsatz ist beendet. Ne? Ist zwar kacke, dass du hier mit der Drehleiter nicht rauf kannst, dann könnte ich nämlich viel besser löschen. Auch so ein bisschen, dass er hier im Dachfirst steckt, der Typ von der Drehleiter. Oder die Drehleiter allgemein. Aber naja, ich finde, es ist ein schöner Einsatz, dass du auch mit anderen Feuerwehren ausrückst und die dann steuern kannst. Fahrzeug 3 hört. Ne? Zwei RDWs sind mit angerückt. Zum Glück war es kein vollbesetztes mehr von mir hinaus. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, klickt ihr auf die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. Also ihr müsst auf die Glocke gehen und dann auf alle Benachrichtigungen. Dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Und ja. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt unten rein, wie ihr die Modifikation findet, beziehungsweise welche Modifikationen ihr denn als nächstes sehen wollt oder ob ihr wieder LSPDFA oder so sehen wollt. Ja, und auf Wiedersehen.